bei der Bahn für Bane NOR, bin ich Produktionsbereichsleiter und bin für das Zusammenspiel zwischen Konstruktion und Produktion zuständig und koordiniere die Arbeiten hier bei der Montage. Ich arbeite in der Konstruktion und Entwicklung die letzten 2 Jahre für das Bane NOR Projekt. Speziell war in den letzten Monaten dann auch der Tragrahmen und der Fahrgestellrahmen eine Hauptaufgabe von mir, vor allem die Schweißkonstruktion. Der Drehkranz ist das Hauptverbindungselement zwischen Tragrahmen und Fahrgestellrahmen und dient dafür, dass die Bahn sich um 180 Grad abdrehen kann. Wir haben viele Verbindungselemente, wo man später auch nicht mehr drankommt. Das heißt, während der Montage muss vorzu immer ein hoher Qualitätsstandard sein, dass wir nachher während der Inbetriebnahme oder auch beim Betrieb der Bahn die Bahn auch zuverlässig und lange läuft. Es ist eine absolute Spezialmaschine. Sämtliche Konturen oder so sind auf das norwegische Bahnprofil abgestimmt. Ja, das Wichtigste bei so einer Maschine ist schon die Faszination für die Größe und für die Leistung. Und natürlich ist es interessant, wenn man es davor als aus technischer Sicht gesehen hat und jetzt mal mitbekommt, was drumherum alles läuft. Wie sich jeder vorstellen kann, bei so einem großen Projekt ist das nicht eine Aufgabe von einem Einzelnen. Das ist eine ganze Teamarbeit. Ich weiß, ich kann mich auf die anderen verlassen. Und im Endeffekt macht es Spaß, dann auch teamübergreifend dann sich mit der jeweiligen Thematik zu beschäftigen.